Westküste FM, der Buchtipp. Heute von Gabriele Scheller. Christopher Carlsson, Was ans Licht kommt, erschien bei Rowohlt als Hardcover. Das Buch hat 492 Seiten und kostet 24 Euro. Absolut stilsicher ist auch der zweite Roman über den Polizisten Vida, der irgendwann diesen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Sein Vater, der ebenfalls Polizist war, hat wie besessen sein Leben lang in einem Mordfall ermittelt, der sich am 28.02.1986 zutrug. Es ist ein historisches Datum, denn damals wurde Olof Palme, der schwedische Ministerpräsident, auf offener Straße ermordet. Eine Tat, die das Volk verstörte und dazu führte, dass alles an Polizei, Kriminalbeamten und Ermittlern in die Hauptstadt abgezogen wurde. Sven Jürgensson wurde damals vom Mörder angerufen. Er habe eine Frau vergewaltigt und er werde es wieder tun. Tatsächlich findet er das Opfer, das aber an seinen Verletzungen stirbt. Und es geht weiter. Bis zu seinem Tod lässt Sven dieser Fall keine Ruhe. Als Vida beim Aufräumen auf dem Dachboden alte Akten zu dem Fall entdeckt, fängt auch er an zu ermitteln. Und plötzlich gibt es Antworten. Ein großer, ruhiger, schwedischer Kriminalroman. Carlsson lohnt sich unbedingt.